aber natürlich die Zukunftsvision ist, dass man das Ganze digital hat, auch die Analysen dann auch digital vornehmen kann. Der klassische Weg ist im Prinzip die dreidimensionale Vermessung von Ober- und Unterkiefermodellen einzeln, das heißt einmal kieferweise, also eine quasi intramaxilläre Analyse durchzuführen, beziehungsweise eine intermaxilläre, das heißt die Kieferrelation zueinander muss man feststellen. Die Modellanalyse ist im Prinzip, so wie Sie es hier auch sehen, ein Punkt von vielen in der kieferorthopädischen Diagnostik oder Diagnosestellung. Etwas weiter unten gereiht ist aber, würde ich sagen, sicher eher ein hochgereihter, also ein wichtiger Aspekt, um wirklich auch ans Behandlungsziel zu kommen. Das heißt, da geht es wirklich auch in der Analyse immer wieder um Zehntel-Millimeter-Angaben, nicht Millimeter oder Zentimeter, wie es in der Kieferchirurgie zum Beispiel dann gehandhabt wird. Bei uns geht es wirklich auch um Zehntel-Millimeter gerade. Zum Zahnappell natürlich, den Sie auch schon mal durchführen, mit Hilfe des Panoramaröntgens auch dann die intermaxilläre Analyse, das heißt die Relation zueinander. Das natürlich in den drei Raumebenen, die sagittale Analyse, die transversale Analyse und die vertikale Analyse. Jeden einzelnen Punkt werden wir dann noch weiter erörtern. Und vorher auch schon erwähnt, die intramaxilläre, da kommen wir dann im weiteren Verlauf der Vorlesung dazu. Es sind so ein paar wichtige Eckpunkte, worauf ich Sie dann auch hinweisen werde während der Vorlesung, wo Sie dann ein bisschen aufwachen müssten, weil wir morgen dann auch dann schon die Berechnungen durchführen. Das heißt, da geht es auch darum, dass man wirklich mit dem Rechenschieber, mit der Schiebelehre dann auch den praktischen Umgang lernt. Das werden Sie dann morgen auch noch einmal durchexerzieren. Da wird es wirklich, wie gesagt, dann ein Zehntelmillimeter und solche Fehler, die sich da einschleichen können, die summieren sich natürlich. Ja. Und das kann am Ende dann natürlich zu fatalen Veränderungen dann im Plan dann auch kommen. Gut, bei der intermaxillären beginnen wir mit der sagittalen Analyse. Haben Sie was von der Klasseneinteilung nach Edward Engel schon einmal gehört? Ja. Das heißt, da sind Sie schon einmal vertraut damit. Das heißt, wenn wir eine sagittale Analyse durchführen am Modell, das heißt streng von der Seite betrachtet, dann schauen wir uns einmal die Verzahnung der Molaren einerseits als auch der Eckzähne an. Wir erwähnen hier jetzt einmal nur die Molarenverzahnung, das müssen Sie dann auch im Praktikum feststellen, ob es sich da um eine Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3 Molarenverzahnung handelt. Eingeteilt nach Prämolaren, das haben Sie auch schon einmal gehört. Prämolarenbreiten, ja, gut, okay, das heißt, da können wir recht flott drüber gehen. Zur sagittalen Analyse natürlich auch im Frontzahnbereich die sagittale Stufe, wie viel, das in Millimetergraden dann ausgedrückt, wie weit steht der obere zum unteren Schneidezahn. Wir nehmen eigentlich immer die am weitesten entfernten Zähne heran. Das heißt, bei einer Frontzahnstufe schaut man sich immer den meist protrudierten Zahn im Oberkiefer und den meist reklinierten Unterkieferschneidezahn an. Bei einer Klasse 2 zum Beispiel, bei der Klasse 3 ist es dann umgekehrt, da geht es einfach darum, wie weit oder die weiteste Distanz schaut man sich dann an. Das ist so wie bei einer Fernröntgenanalyse, das werden Sie dann auch noch in der Vorlesung sehen, da schaut man sich dann auch immer die am weitesten auseinander gedrifteten Zähne an. Klassenerteilung nach Edward Engel, die Klasse 1, die Normverzahnung, eine Neutralokklusion, das heißt die Zähne, die Zahn, die Höcker verzahnen wirklich schön mit der Fosse auf jeder Seite. Die Klasse 2.1 ist dann einfach charakterisiert durch eine Rücklage vom Unterkiefer bzw. Vorverlagerung vom Oberkiefer. Die Diskrepanz kann relativ stark auch sein, so wie Sie es hier auch schon sehen, dass hier sogar noch eine sehr große Frontzahnstufe noch auftritt. Die Angabe in Prämolarenbreiten ist insofern einfach deswegen, weil es einfach patientenspezifisch ist, dass man dann nicht Millimeterangaben immer hat. Man kann in etwa natürlich eine Prämolarenbreite mit 3 bis 4 mm in etwa einschätzen, aber es ist einfach angenehmer, wenn man sagt, das ist vom Prämolarenbreiten abhängig, die Verschiebung. Als nächstes dann die Klasse 2.2 und hier im Unterschied zur Klasse 2.1 die Eckbissstellung, das heißt die Schneidezähne stehen etwas steiler inkliniert, aber im Seitzahnbereich haben wir auch eine Klasse 2, so wie es in diesem Fall ist, eine volle Klasse 2. Wenn Sie eine Höcker-Höcker-Verzahnung haben, das heißt die Höckerspitzen stehen genau aufeinander, dann haben Sie eine halbe Prämolarenbreite
und alles, was dazwischen ist, ist dann eine Viertelte oder eine Dreiviertel der Primo-Anbreite, je nachdem, ob das Ganze weiter nach Istra geht oder weiter nach Mesia. Die dritte Klasseneinteilung ist die Mesia-Okklusion, das heißt, der Unterkieferformular okkludiert weiter Mesia, auch wieder, so wie in dem Fall, um eine ganze Primo-Anbreite. Das Ganze kann natürlich auch in Viertel-Primo-Anschritten etwas weiter vorne sein. Wenn Sie Fragen haben, gleich kurz unterbrechen. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen, dass wir schauen, dass wir recht zackig da durchs Programm kommen, weil es sind noch einige Punkte zu erarbeiten. Sie haben natürlich morgen auch die Gelegenheit, Dinge dann, also im praktischen Ablauf dann nochmal zu besprechen, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn auch die Kollegen, wenn irgendein Problem oder eine Frage auftritt, dass das gleich vom Publikum dann auch gesprochen oder diskutiert wird. Gut, Overchat schon so wie vorhin erwähnt mit der 10 mm Einteilungen, das heißt, Sie machen diese Vermessung im Idealfall mit der Schiebelehre, so wie es in dem Fall auch gezeigt wird, an der Labialfläche, der unteren Inzisivi zur Palatinalfläche der oberen Schneidezähne. Klassischerweise ist die Formzahnstufe bei den Klasse 2-1-Fällen einfach etwas größer. Bei der Neutralokklusion liegen wir zwischen 0 und 3 mm, das ist so eine normale Einstellung. Und im Mesialokklusionsfällen haben wir den unteren Schneidezahn entweder auf der Kante drauf im Schneidezahn oder etwas weiter nach vorne eingestellt. Wichtig der Aspekt des Vorzeichens, wenn Sie nach hinten messen, ist er immer positiv der Wert, das heißt, der ist sehr groß und der ist dann hinten nach vorne gemessen ein negatives Vorzeichen, das heißt, da haben Sie minus zum Beispiel 7 mm nach vorne gemessen. Gut, wir gehen weiter in der Raumebene, das heißt von der Sagittalen jetzt in die Transversale. Wir betrachten im Prinzip die Modellsituation jetzt von vorne und schauen uns an, wie da die pokale Verzahnung jetzt in dem Fall ist. Das heißt, Sie haben da die Möglichkeit natürlich, dass sich da auch Veränderungen eingestellt haben. Die Normverzahnung ist eigentlich immer die, dass der obere Zahnbogen, dadurch, dass die Zähne auch größer sind, immer pokaler okkludieren im Prinzip als der Unterkieferzahnbogen. Alle anderen Mischformen, sprich so wie in dem Fall, haben wir dann eine kreuzige Situation. Hier ist der Unterkiefer aufgrund einer Zungeneinlagerung einfach noch pokal verdrängt worden, beziehungsweise die Oberkieferentwicklung hat nicht stattgefunden, der obere Zahnbogen ist einfach kleiner geblieben und hier der untere Zahnbogen okkludiert weiter pokal. Das Ganze geht natürlich auch in jede Richtung, wenn wir eine Unterentwicklung im Unterkiefer haben, dann haben wir eine Scherenbiss-Situation oder eine induale Non-Okklusion, dass wir hier eine Einlagerung der Zunge nach oben haben, eine relativ breite Entwicklung vom Oberkiefer und eine schmale Unterentwicklung vom Unterkiefer. Häufiger ist eigentlich eher diese Form, das heißt die Kreuzbissentwicklung an Patienten. Wir haben eher häufiger die Einlagerung von der Zunge im Unterkiefer, eine anatomisch zu breite Zunge zum Beispiel, ein zu kurzes Zungenbändchen, die Zunge bleibt hier immer im Unterkiefer liegen und entwickelt, verbreitert einfach dann den unteren Zahnbogen. Hier sehen Sie dann noch einmal so ein paar Mischformen, das heißt die transversale Normokklusion ist im Prinzip, dass die Buchhallen, also dass der Oberkieferzahnbogen Buchhall okkuliert. Dann haben wir die Buccale und die linguale Non-Okklusion, dann sprich den Scherenbiss.